Es wird keine Impfpflicht geben. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Die Frage ist doch eigentlich, was haben Sie denn jetzt in 2 Jahren Corona, was haben Sie denn in 2 Jahren, Herr Dr. Grube, gemacht für die Pfleger in diesem Land? Gar nichts haben Sie gemacht, überhaupt gar nichts. Wer von euch kann mir erklären, was passiert in dieser Welt? Es gibt Menschen, die gewähren, wer sein Menschenrecht behält. Den anderen wird unterstellt, die mit Menschen nicht zu schützen, weil die Fragen, die sie stellen, uns angeblich gar nichts nützen. Es wäre anders, wenn sie wüssten, wie es in der Pflege war. Und ich meine nicht letztes Jahr, sondern schon vor Corona. Ich bin Pflegekraft, hab vor 11 Jahren begonnen. Er fehlte vorher schon der Platz auf Intensivstation. Erregte Emotionen, haben das Leid ertragen und habe selbst nicht nur an Wochen und den Feiertagen. Konnten nicht streiken gehen, denn wem wir damit schaden, während die Kranken, die bei uns auf den Stationen lagen. Warum stellt keiner Fragen? Bitte seid doch nicht blind. Es ist der erste Winter, wo Stationen ganz geschlossen sind. Und der Grund dafür ist nicht die Pandemie, sondern die Politik und ihre Angst- und Schreckenstrategie. Als wir euch deutlich warnten, habt ihr nur rumgequatscht. Als wir um Hilfe baten, habt ihr vom Balkon geklatscht. Als ihr im Lockdown wart, haben wir auf Station gestanden. Bei Tag und Nacht versorgten nicht nur die Corona-Kranken. Als wir euch deutlich warnten, habt ihr nur rumgequatscht. Als wir um Hilfe baten, habt ihr vom Balkon geklatscht. Als wir euch dringend brauchten, habt ihr uns im Stich gelassen. Und jetzt wollt ihr uns feuern, weil wir uns nicht impfen lassen. Das heißt, Sie sagen, 90% der Volljährigen, die alle geimpft sind, das reicht nicht? Genau, weil der Impfstoff nicht 100% wirkt. Wenn der Impfstoff jetzt zu 100% wirken würde, würde 90% ausreichen, das ist ja ganz klar. Aber wir wissen zum Beispiel, dass also nach 2-mal Impfung, also komplette Impfung, bei der Omikron-Variante der Impfstoff nur eine Wirkung hat von etwa 35%. Über eine Corona-Impfung sollte und muss jeder Mensch nach einer sorgfältigen individuellen medizinischen Beratung in Abwägung aller Vor- und Nachteile, aller Risiken abwägen können. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne politische Konsequenzen, ohne Ausgrenzung, ohne irgendwelche Nachteile. Impfen muss freiwillig bleiben.